Hallo ihr Lieben, wir sind hier auf dem Campus der Hochschule Harz im beschaulichen Wernigerode. Wir haben 3200 Studenten in drei Fachbereichen an zwei Standorten. Mein Name ist Steffi, ich selbst studiere Tourismusmanagement im 7. Semester. Und was unser Campus so alles zu bieten hat, das schauen wir uns heute mal an. Ja, vis-à-vis der Seminarräume haben wir einmal den Grillplatz, einmal den Volleyballplatz. Wir haben bis zu 30 Sportkurse, die von Studenten für Studenten angeboten werden. Also wie du siehst, wir haben viele Möglichkeiten, um einen Studentenalltag so richtig schön ausklingen zu lassen. Ja, hier wären wir nun bei der Rektoratsvilla. Sie ist das Herzstück auf unserem grünen Campus. Hier finden wir einmal den Infopoint für jegliche studentische Angelegenheiten. Hier finden wir den Studierendenservice. Und hier finden wir auch das Akademische Auslandsamt. Es stand mir mit Rat und Tat immer zur Seite, als es darum ging, mein Auslandssemester in Thailand zu organisieren. So, ich habe jetzt Hunger, ich gehe in die Mensa und mache meine Mittagspause. Was genau ich essen werde, das weiß ich noch nicht. Wir haben jeden Tag die Auswahl zwischen 4 Gerichten ab 1,50 Euro. Mein lieber Kommilitone Sascha übernimmt und ich wünsche euch noch viel Spaß. Tschüss! Mein Name ist Sascha, ich komme aus Südniedersachsen und bin hier nach Wernigerode gekommen, um Dienstleistungsmanagement mittlerweile im 6. Semester zu studieren. Ich zeige euch den Campus der kurzen Wege. Dort drüben war die Mensa. Hier ist eines unserer Wohnheime. Wir haben insgesamt 6 Wohnheime. 4 davon sind direkt auf dem Campus und bieten Platz für über 300 Studenten hier in Wernigerode. Das ist die Harzer Schmalspurbahn. Von der Haltestelle Hochschule Harz kann man bis zum Brockenhof fahren. Ihr charakteristisches Tuten ist wohl das bekannteste Geräusch hier an der Hochschule Harz. Der größte Fachbereich an der Hochschule Harz ist der Fachbereich Wirtschaftswissenschaften. Der größte Hörsaal, das ist Audimax. Im Audimax haben alle Studiengänge ihre Vorlesungen und auch die Generation und die Kinderhochschule finden sich hier im Audimax. Wir sind jetzt hier im Fachbereich Automatisierung und Informatik. Eines der Studiengänge, die man hier studieren kann, ist Medieninformatik und das hier ist das Filmstudio. Das ist die Bibliothek hier in Wernigerode. Hier gibt es über 100.000 Bücher für euch abrufbar, mit denen ihr lernen könnt. Lernen ist natürlich nicht alles. Wir haben hier über 20 Initiativen, die das Campusleben für euch gestalten. Hier gibt es viele kreative Partyideen, wie zum Beispiel Kopfhörerpartys an dem Campus. Jetzt gebe ich aber erstmal meinem Kollegen Philipp nach Halberstadt. Der stellt euch den Fachbereich Verwaltungswissenschaften vor. Macht's gut! Hallo, ich bin Philipp, komme aus Rheinland-Pfalz und studiere im 6. Semester Verwaltungsökonomie an der Hochschule Harz. Wir sind hier auf dem Domplatz in der Innenstadt von Halberstadt, wo direkt der Campus des Fachbereichs Verwaltungswissenschaften der Hochschule Harz liegt. Im Fachbereich Verwaltungswissenschaften werden in 3 Bachelorstudiengängen sowie 2 Masterstudiengängen interdisziplinäre Kenntnisse aus den Rechtswissenschaften, Sozialwissenschaften und Wirtschaftswissenschaften vermittelt. Besonders an den Bachelorstudiengängen ist, dass man mit erfolgreichem Abschluss auch die Laufbahnbefähigung für den allgemeinen gehobenen Verwaltungsdienst erhält. Hier im Innenhof wird nochmal die Symbiose zwischen alter und neuer Architektur besonders deutlich. Der Innenhof lädt bei gutem Wetter zum Verweilen ein und Planen von Partys. Vor allem unsere studentisch geführte Kneipe Café Canapé organisiert einige davon. Schön, dass du bei unserer Führung dabei warst und hoffentlich sehen wir uns bald auf dem Campus. Mach's gut!